Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 220 und der Rückkehr der Null. Dem Thema Eingabegeräte, Klassenwahl und verteilte Mobilität. Ich habe eine Logitech G13. Da sind meine Heilungen drauf gebunden. Wenn ich ausweichen muss, benutze ich den kleinen Joystick drauf und kann dabei noch heilen. Ist gut für Druidenheiler. So, und jetzt zeige ich euch ein Bild. Das ist die G13-Tastatur von Logitech. Die ist, grundsätzlich gibt es die seit Ewigkeiten schon. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch gebaut wird. Ich hatte aber auch mal so eine. Also ich habe auch mal so ein Ding mir gekauft, weil ich dachte, hey, das ist doch, klingt doch eigentlich nach einer richtig guten Idee. Und ich persönlich bin mit dem Teil überhaupt nicht klargekommen. Ich habe es immer wieder versucht und dachte mir, naja gut, wenn du da die Tasten irgendwie hier G11 bis Dingenskirchens wie WASD benutzt und dann die Tasten oben, diese oben G1 bis G7 Reihe, wie die normalen Tasten von der Tastatur, müsste das doch eigentlich ganz gut gehen. Und dann die, was ich, G22 oder so, wäre dann halt die Space-Taste. Also eigentlich hätte man dort alles haben sollen, was ich haben will. Und ich habe auch versucht, verzweifelt mit diesem Stick, mich in WoW zu bewegen. Was grundsätzlich natürlich absolut geht. Ich konnte mich einfach nur nicht daran gewöhnen, das zu tun. Es fühlte sich halt überhaupt nicht intuitiv an. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich nur nicht den Schritt gewagt habe, mich da quasi durchzuquälen, wie beim neuen Keybinding. Es gibt ja manchmal Situationen, da macht man irgendwie ein neues Keybinding und man kann sich am Anfang überhaupt nicht dran gewöhnen und kommt überhaupt nicht damit zurecht, aber quält sich da durch und dann nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen hat man sich dran gewöhnt. Das wäre bestimmt auch bei der G13 so gewesen, weil die ansonsten irgendwie so alles hat, was du als Spieler haben willst. Ich habe es, wie gesagt, versucht und ich kam mit der G13 nicht klar. Ich habe die hier irgendwo sogar noch rumliegen gehabt oder hatte die lange Zeit irgendwo rumliegen, bis ich sie irgendwann aussortiert habe und mir eingestehen musste, okay, das Geld hast du verschwendet. Du wirst die niemals, also nicht niemals benutzen, aber du wirst dich niemals daran gewöhnen, die als Ersatz zu dem zu nutzen, was du also ne, mit der normalen Tastatur halt erreichen kannst. So, warte mal, ich muss mal gerade kurz suchen. Ich habe hier ein komisches Update-Ding gewählt. Recruits, nein. Wo habe ich das denn gewählt? Also, wartet. So, ich muss mal gerade kurz gucken, wo ich das gewählt habe, dass ich das wieder abwählen kann. Daily Prayers gibt mehr Chance auf die Dings-Missionen. Du hast eine Chance, dass die kein Leben verlieren. Die Maximumanzahl von Paragon, Seelets und Dark Seelets. Achso, ich habe schon abgewählt. Ich habe diese Champion Armaments, das wollte ich halt, wollte ich irgendwie nicht mehr haben. Hab's aber schon abgewählt. Und hier habe ich die Möglichkeit, ein Seal of Broken Fate zu benutzen. Normalerweise würde ich das auch tun, allerdings beim Priester ist das Tier 5 Teil so, dass man nicht nur Order Resources bekommt, wenn man einen Combat Ally dabei hat und World Quests macht, sondern eben auch, wo ist das Dingen? Und das ist gekoppelt an genau dieses Forschungstier. Wo habe ich das denn hier? Da. Dieses Teil, was man bauen kann, Blessing of the Order, kann man benutzen auf Follower und es gibt einem eine erhöhte Chance von 20% auf die Mission, wo man es eben benutzt. Und deshalb behalte ich das Teil, auch wenn es mir nichts bringt, weil ich im Moment dieses Seal of Broken Fate sowieso nicht brauchen würde, weil ich nicht regelmäßig irgendwelchen Raid-Content oder irgendwelchen Content mache, wo ich sie benutzen würde. Ich überlege nur gerade aber, ob ich nochmal ganz kurz die Tier 2 Einheiten ändern soll. Und ich glaube, das mache ich. Ich ändere die Tier 2 Einheiten. Increase Success Chance of Mission by 15%. Ach so, nur für Shadows. Nee, dann behalte ich lieber die plus 5% von den Tier 1 Viechern. So, haben wir denn noch irgendwas offen hier? Und dann weiter im Text. So, da waren wir stehen geblieben. Also, zum G13 habe ich schon alles gesagt. Was mich aber interessieren würde, ist, haben viele von uns, abgesehen vom Thema Gaming-Maus, wo, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz viele MMO-Spieler darauf umgestiegen sind, eine Maus zu nehmen, die auch Seitentasten hat, die die Seitenbuttons hat, weil es angenehmer ist und man mehr Möglichkeiten hat und mehr Spells benutzen kann. Abgesehen von Gaming-Mäusen,
haben wir allesamt irgendein Eingabegerät vergessen? Haben wir allesamt irgendwas übersehen, was man unbedingt haben sollte? Ich weiß, Mpox hat mal eine Zeit lang darüber nachgedacht, sich so Fußpedale, oder hat sie, glaube ich, auch gekauft oder so, Fußpedale zu holen, hat sie getestet und war, glaube ich, nicht begeistert davon. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das Fazit, wenn man aufgrund von körperlichen Einschränkungen das als Eingabehilfe braucht, dann gut. Aber als Ergänzung zu den normalen Eingabegeräten aus seiner Sicht, glaube ich, kein Gewinn. Also ich bin gespannt, gibt es noch irgendwelche Eingabegeräte außer Logitech G13? Ich habe gesehen, es gibt auch so eine Logitech-Tastatur, die das in die Tastatur eingebaut hat, nochmal so einen Block. So einen runden Block in die Tastatur eingebaut, da habe ich gerade kein Foto von. Vielleicht übersehen wir irgendwie alle was. Ich bin gespannt, ob einer von euch, am besten mit einem Link, dass man zumindest das Foto sieht. Ich muss nicht das Produkt sehen, aber zumindest wenn ihr über irgendwas redet, dass man sich vorstellen kann, wie das aussieht. Moin Barlo, ich bin aktuell in meinem ersten WoW-Monat ever, habe dank deiner BMZ echt Lust bekommen zu spielen. Das finde ich sehr interessant, dass jemand BMZ schaut, ohne WoW zu spielen, weil die mit Abstand meisten Fragen sich um WoW drehen. Zu WoTLK-Zeiten habe ich oft bei Freunden zugeschaut. Einer davon spielte Ork Shami und der Gedanke, Schaden machen zu können, zu heilen. Den Gedanken, Schaden machen zu heilen, fand ich super. Tanken können sie im Normalfall, im Notfall auch ein paar Sekunden. Ja, sie können taunten. Alles, was taunten kann, kann einen GCD lang tanken. Also wäre auch der Druide eine Option. Außerdem wollte ich Draenei spielen, die aber kein Druide werden können. Bin jetzt nach einer Woche auf Level 45 angekommen und spiele Resto Shami, da meine Spells als Resto mehr Schaden machen als Elemental. Ja? Okay. Es kann sein, dass es manchmal im Low-Level-Bereich, dass das Balancing irgendwie komisch ist. Ich kann mich daran erinnern, dass du auch, bevor du eine Spec wählst, irgendwie eine Zeit lang früher zumindest, mit Moonfire oder mit Shadowward Pain alle Mobs one-shotten konntest. Also nicht one-shotten, dass sie sofort umkippen, aber du brauchst halt nur diesen einen Dot und davon sind sie halt totgetickt. Und es kann gut sein, dass es im Leveln der Fall ist, dass man als Resto mehr Schaden macht als Elemental. Ich merke aber langsam, dass mir diese Art zu spielen und wenig auszuhalten, wenig bis keinen Spaß macht. Dabei kannst du dich als Resto noch heilen. Alle anderen, die wenig aushalten, oder nicht alle, aber viele davon können sich nicht mal heilen. Würdest du mir empfehlen, den Shami auf 110 zu spielen und das Endgame zu probieren, oder würdest du mir eher Pala oder Druiden empfehlen? Also es bringt dir natürlich wenig, wenn du jetzt gerade spielst und leveln willst und es überhaupt keinen Spaß macht zu leveln. Und ich kann das verstehen, weil ich gerade alle Klassen, die ich noch nicht auf Level 110 hatte, auf 110 gelevelt habe und da auch sehr, 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 sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe, wie viel Spaß das denn so macht und oder wie anstrengend das ist. Es gibt und gab halt Klassen, mit denen das extrem angenehm ging und einfach und so weiter und so fort. Und dann gab es Klassen, mit denen hat sich irgendwie selbst zwei Mobs killen zu müssen, eher sehr, sehr krampfig angefühlt und eben nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Also, wenn es dir keinen Spaß macht, dann würde ich dir zumindest vorschlagen, guck mal in eine andere Klasse rein, guck dir das mal an. Allerdings, glaube ich, habe ich beim Druiden zumindest die Erfahrung gemacht, dass der zwar grundsätzlich auch als Tank levelt und auch durchaus gut und ordentlich leveln kann, aber was die Selbstheilung betrifft, sind andere Tanks doch deutlich stärker. Also DK und DH vor allen Dingen. DH kannst du, glaube ich, beide noch nicht erstellen, oder? Doch. DK, Death Knight, könntest du dir, glaube ich, erstellen. Bin ich aber gerade nicht ganz sicher, weil es immer so ein paar Einschränkungen gibt oder gab, dass man Charaktere von einem bestimmten Level bereits besitzen musste und so weiter und so fort. Also wenn es dir keinen Spaß macht, dann hast du noch eine ganze Ecke dafür vor dir, dass es keinen Spaß macht. Und allein die Zeit von Level 50 bis Level 80 plus, die kann verdammt zäh werden. Also ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte zu leveln, würde, glaube ich, eher den Pala als den Druiden spielen. Also der Paladin spielt sich einfach relativ geradlinig. Tank-Pala hält brauchbar viel aus. Hat guten AOE, was auch mal sehr angenehm ist, wenn man mehrere Mobs auf einmal umhauen will. Ja, Druide geht natürlich auch. Natürlich geht auch Schamane, ohne jede Frage. Aber ich kann es verstehen und wenn es dir keinen Spaß macht, guck dir mal Paladin oder und Druiden an. Hey Barlo, was zum Thema ungerecht verteilte Mobilität bzw. kaktumme Spieler? Ich level gerade ein Blutiker, laufe viele Instanzen.
Und ich bemerke immer wieder, wie wenig Mobilität ich doch habe, während ich mit meinem 70% Gammelspeedbuff alle 45 Sekunden rumkrebse, ja, und in irgendwelchen Türschwellen hängen bleibst. Dashen und springen oder blinken gefühlt alle anderen Klassen durch die halbe Instanz, ohne Rücksicht auf mich zu nehmen. Ist halt doof für die anderen, wenn sie Trash-Mobs pullen und dann sterben. Wieso sind so viele Spieler so dämlich und machen es immer wieder, selbst nachdem ich sie darum bitte, einen Gang zurückzuschalten, weil ich nicht immer so schnell kann? Und wieso passiert das so oft? Ich bin jetzt Level 97 und hatte nicht eine Instanz, wo nicht ein DD oder Heiler verreckt ist, weil er wie verrückt vorstürmen musste. Okay, das ist krass, dass du keine Instanz hattest, wo das passiert ist. Also zumal die halt ein bisschen schwerer geworden sind. Dass es mal passiert, kenne ich auch. Dass es so häufig passiert, ist dann, wundert auch mich. Aber ja, so sind manche Spieler halt. Denen kann es nicht schnell genug gehen und die glauben dann, dass sie den gesamten Prozess erheblich beschleunigen, wenn sie vorrennen und auf irgendwelche Sachen einprügeln, unabhängig davon, ob sie das aushalten oder nicht. Das mit der Mobilität ist wirklich eine gute Frage. Also ich hätte es grundsätzlich verstanden, wenn Blizzard gesagt hat, es gibt halt nur ein oder zwei Klassen, die sich dadurch auszeichnen, dass die so eine hohe Mobilität haben. Aber es fühlt sich nicht ganz 50-50 an, aber so in der Richtung ist es. Manche haben eine super Mobilität und andere die totale Gurkenmobilität. Also DK-Gurkenmobilität, ich finde halt auch die, beim Druiden kann man streiten. Beim Druiden hast du halt noch die Katzenform mit dem Sprint, dann hast du den Roar, dann kannst du chargen, aber das geht halt zum Beispiel, wenn du Tank bist, auch nicht alles in jeder Form. Ne? Der Katzensprint geht halt nur in Katzenform und der Charge geht auch nicht in jede Richtung, sondern nur zu einem Ziel hin und so weiter und so fort. Als Paladin hast du halt das Pony, das kann man als Doppelpony skillen, okay, das macht man sogar sehr häufig, aber dafür verzichtet man dann wiederum auch auf was anderes. Und das hat auch nur alle 45 Sekunden oder so eine Ladung. Also okay, verglichen damit, dass man Sprint oder so früher alle 3 Minuten hatte, glaube ich, oder alle 5, ich weiß, es war ewig lang, ist das alles schon gut, aber es fühlt sich manchmal fürchterlich an. Und gerade als Tank fühlt es sich fürchterlich an, wenn man derjenige ist, der eigentlich das Tempo bestimmen sollte und es naja, mehr oder weniger auch bestimmt, aber dann die Bremse ist halt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine so richtig gute Lösung dafür. Man kann sich natürlich Tempo-Equipment anziehen und sammeln, aber davon, dann hast du halt manchmal, im Level schon mal geht's gar nicht und im Max-Level dann hast du halt irgendwie Item-Level 912 an, statt, keine Ahnung was, 950, nur wenn du auf jedem Item Tempo drauf haben willst, um mit den anderen mithalten zu können. Vielleicht wäre es mal irgendwie eine Idee, dass es so eine Flask oder sowas gibt, die das Tempo erhöht. Potions gibt es. Obwohl bei einer Flask bist du auch nicht glücklich, ne? Oder hast du Bock irgendwie dafür dann jedes Mal eine Flask zu benutzen, wenn du durch Dungeons rennst. Ich habe keine wirklich gute Idee, muss ich gestehen. Wie man das das ausgleichen könnte. Es gibt halt welche, gerade was ich Demon Hunter oder so, ist ja ganz extrem, was die Mobilität betrifft. Aber es gibt auch andere, wo das sich immer bei einem dann so anfühlt, als würde man, keine Ahnung, mit Kniesehne rumlaufen, während der Rest der Gruppe halt durch die Gegend springt, hüpft und sprintet. Ja, keine gute Lösung. Vielleicht gibt es eine, vielleicht gibt es keine. Aber ich denke, alle Spieler würden sich jetzt aufregen, wenn man ihnen die Mobilität wegnimmt. Zu Recht, weil Mobilität halt oft auch der Unterschied von Überleben und Nicht-Überleben ist. Also zum Beispiel im Blackrook Hold, da blinken zu können oder einen starken Sprint zu haben, wenn man, also Raben wäre der Endboss, wenn man den auf Mythic tyrannisch spielt, in einer höheren Schwierigkeit, obwohl das muss nicht immer eine hohe Schwierigkeit sein, von diesem komischen Augenlaser wird man halt weggelasert. Und es gibt halt Klassen, die haben da irgendwie so einen 30% Sprint. Ich denke da an meinen Priester. Und dann gibt es welche, die blinken einfach. Entweder stehen die richtig oder sie blinken, dann stehen sie richtig. Haben damit überhaupt kein Problem. Und je nach anderer Klasse bist du gelackmeiert. Und ähnliches ging mir bei Guam so, wenn es halt diesen ungünstigen Übergang gab zwischen Despellen müssen und ich weiß gar nicht, was dann kam, diesen Farbdings da. Manche blinken oder sprinten oder chargen oder sonst wieder hin und haben überhaupt kein Problem. Und je nachdem, was du spielst, stehst du halt und dann wirfst du deinen 30% Speedbuff an und eierst irgendwie dahin. Also, ja. Wer weiß, vielleicht lassen sich zumindest Blizzard irgendwas einfallen, um das anzunähern bei den Spielen, damit es nicht so häufig vorkommt, dass es ein Problem wird. Ich danke euch für die Fragen und sage wie immer, weitere Themenvorschläge
ob nun in Form von Frage oder Anregung, in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Macht es gut und tschüss. Sagt euer Onkel Barlow.